Herr Güllenstein, können Sie mir schnell sagen, was heute so genau auf dem Programm steht? Also, wir haben Klaus Mori, der Jenseitskontakt macht. Und ich probiere Zeichnungen zu machen von verstorbenen Porträts, malen, zeichnen. Wie muss man sich das vorstellen? Also wir stellen uns auf die geistige Welt ein, für jemanden, der da ist im Publikum, und schauen, ob wir irgendjemanden wahrnehmen können. Meistens sind das Verwandte. Und ich probiere dann etwas zu zeichnen und der Herr Mori stellt sich auf mich ein und probiert dann den gleichen Kommunikator, wenn möglich, zu haben und erzählt, zu wem da will und was er will. Fällt schon gut an, zu sagen, ich nehme wahr, das ist das erste Mal. Ist für mich wichtig zu wissen, weil das sind natürlich viele Vorbehalte und Ängste. Was macht er da? Oder was macht ein Medium da? Und deswegen möchte ich auch ganz kurz was drüber sagen und auch dem Matthias vielen Dank sagen für die Einladung. Er weiß, dass ich die Sache ernst meine und ernst mache. Insofern, das ist ein bisschen ein unangenehmes Thema für viele, es geht nämlich ums Sterben. Und durch die Erfahrung in der Sterbebegleitung von lieben Menschen habe ich begonnen, ernst zu machen mit dem, was ich spüre. Weil ganz oft können Menschen in einem Zustand nichts mehr sagen, wenn sie schwer krank sind. Und dann kann man sich eigentlich nur noch auf sein Gespür verlassen. Und da mag ich ihm Mut machen, ganz viel Mut machen, dass das, was ich so praktiziere, dass sie das auch machen können. Das ist nichts Ungewöhnliches. Zieht zu Ihnen in die Richtung hin. Mhm. Sie nicken. Ja. Das, und ich habe Vatergefühle. Ja. Ja. Können Sie verstehen? Ja, können Sie verstehen, ja. Ja. Liebenswerter Mann. Ja. Ja, also erinnert mich an meinen Opa. Mhm. Und weil dieser deutliche Haarkranz, die langen Mähne. Die geistige Welt arbeitet ab und zu so. Man kriegt quasi Gefühle oder Bilder von eigener Verwandtschaft und weiß dann, aha, jetzt bin ich mal gespannt. Weil mein Großvater hatte einige Herzinfarkte, bevor er ging. Würde mich nicht wundern, wenn bei ihm das auch so war. War so. Ja. Jetzt wollte ich gerade sagen, Ihr Vater hat ein glückliches Leben gehabt oder war zufrieden mit dem, was er gemacht hat. Mhm. Es ist rund und gleichzeitig, während ich das sage, komme ich ins Stocken. Mhm. Weil er kommt mit einem großen Bedauern. Mhm. Er hat was verpasst. Und zwar richtig verpasst. Sie wissen, von was ich spreche. Ja? Und
Sie sind sehr für andere Leute da. Sehr. Ja. So, ja. Sehr, sehr, sehr. Ja. Und ihr, ihr Vater sagt, es reicht, speziell für Sie. Achten Sie auf Ihr Herz. Ja. Ja, also, das war jetzt keine medizinische Diagnose, ja, sondern im seelischen Sinn. Und die, haben Sie zwei Kinder? Alle zusammen nicht mehr. Nein. Also zwei, hier und zwei. Okay. Zwei Kinder sind hier. Ja, zwei Kinder sind hier. Gut. Weil ihr Vater ist ein Familienmensch. Ja. Ausgeprägt. Ja. Das hätte ich beinahe gesagt, ausgeprägter Handel. Leithandel, ja, Leithandel. Das ist seine Art von Humor. Ja, ja, kann ich schon, ja, ja, genau. Kann, wirklich, ich bin nicht so. Ihr Vater ist in der geistigen Welt? Beide. Okay. Ihr Vater ist in der geistigen Welt. Hatte er links Beschwerde am Bein? Ja? Ja? Ja, ich spüre es, es zieht darauf, und zwar von der Innenseite nach oben. Ja? Ja. Können Sie verstehen. Damit Sie verstehen, wie ein Medium arbeitet, ich bekomme die Gefühle, Körperbeschwerden, Stimmung. Und wenn Ihr Vater so an mich rankommt, dann habe ich das Gefühl, meine Stimme wird voll. Mhm. Ja? Ganz starke Kieferpartie gehabt. Hat er gehabt? Mhm. Ja, wunderbar. Es ist nicht ganz so einfach im Moment für Sie. Ja. An so einem öffentlichen Abend möchte ich und kann ich und will ich nicht sehr persönlich werden. Aber Sie verstehen, von was ich spreche. Ja? Darf ich Sie so lassen mit der warmen Hand und den Edelstein am Ohr? Ich glaube, ich mag in die Richtung. Ich glaube, ich bin da. Großvater väterlicherseits. Ja, der hatte. Ja? Ja. Großvater väterlicherseits. Ja. Mustache. Ja. Ich sage jetzt nicht ohne Grund Mustache. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob er zuletzt noch so viel Haare hatte, aber. Er möchte gern, dass ich da viel Haare zeichne. Er hatte als jüngerer Haare. Ich weiß es auch, er ist früh gestorben. Also ich war klein, als er gestorben ist. Ja, okay. Er war Raucher. Ich weiß es nicht, aber ich kann mich so vorstellen. Hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Er konnte nicht mehr gehen, oder was war da? Ich krieg weiche Knie. Weich. Einfach zu schwach. Ja, ich fühle, genau, es wird weich, ich kann nicht mehr gehen. Das heißt, Sie haben ein kleines Auto. So mittelgroße. Ist das ein rotes Auto? Mhm. Ja. Und, ja, das klemmt. Aber ich glaube, die Tür reingedellt.
Der ganze Körper war betroffen, da war eine Behandlung, es war eine Leukämie. Jetzt müssen wir uns das vorstellen, ja, ja. Also sie war, ist zu Hause gepflegt worden. Ach, ja. Aber ich krieg das, ich krieg einen ganz streng Geruch in der Nase. Ja, das war offen, ja. Aha, kann ich das, kann man das so stehen lassen? Okay, ich danke. Wir sind so allmählich zum Abschluss gekommen. Ich hoffe, also, es hat auch denen, die jetzt keine Zeit haben, mit einem Spass gemacht und sie haben gesehen, wie das funktioniert. Und ich finde es immer verblüffend, wie der Klaus dann so vor sich anredet und dann kommt plötzlich etwas raus, was man gar nicht hätte sagen wollen, was dann sehr typisch ist. Und das, das finde ich immer wieder faszinierend, wie das bei dir so läuft. Ja, ich auch.